Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer Blender Tutorial Reihe. Diesmal geht es um Custom Bone Shapes. Das bedeutet, wir möchten unserem Charakter einen Rig geben, das sich sehr viel besser eignet als das aktuell verwendete Rig zur Animation, da wir unseren Knochen eine eigene Form geben, ein eigenes Aussehen, es einfärben und dem Charakter geben wir auch noch gleich ein bisschen Farbe, damit er einfach bei der Animation etwas hübscher ist. Als nächstes müssen wir ein Material erstellen. Dafür gehen wir unten auf den Material Tab, nehmen ein neues Material, benennen es Base Material. Im Base Material können wir dann eine Farbe nehmen, wie zum Beispiel Gelb. Und wichtig ist, in den Textured Mode hier rechts oben. Wenn wir zurück in den Object-Modus gehen, haben wir hier einen hübsch gelben Roboter und möchten jetzt ein paar Akzente setzen. Eins, was ich euch noch hinzugeben möchte, ist, ihr könnt eine Selektierung auch kopieren. Ich habe das jetzt hier von Hand gemacht, immer. Aber angenommen, ihr möchtet eine Markierung auf die andere Seite ebenfalls markieren, da gibt es eben bei Select Mirror Selection. Und damit wird auf der anderen Seite des Körpers genau das gleiche markiert, was vorher auch markiert war. Ich kann euch das gleich nochmal zeigen. Wenn wir die beiden mirroren und dann sagen wir hier Mirror Selection und er wird die andere Seite markieren. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn wir hier ein neues Material erstellen. Das nennen wir Black Rough. In dem Fall nehmen wir einen Schwarzton, der ein bisschen rau ist und möchten Assign, den zuweisen und können dann Select, Mirror Selection oder Shift-Steuerung-M die andere Seite ebenfalls assignen. Das gleiche funktioniert natürlich ganz wunderbar auch in dem Falle hier. Ich möchte meinen Charakter ein bisschen einfärben. Und da reicht es mir, wenn ich eine Seite markiere, Assign, wenn ich unser Black Rough auswähle und dann Select, Mirror Selection und dann nochmal Assign. Wir können Stück für Stück unseren Charakter bemalen, genauso wie er uns am besten gefällt. Euch ist da wirklich keine Grenze gesetzt. Viel Spaß dabei, ihn anzumalen. Ich habe am Ende des Tutorials nochmal einen Link mit dem Download der aktuellen Blend-Datei von meinem persönlichen Roboter. Einfach nur deswegen, weil wir ab dem jetzigen Tutorial, das vorbei ist, mit dem nächsten Teil bei der Animation beginnen. Und falls ihr die Schritte bis dahin einfach nicht hinbekommen habt oder erst bei der Animation einsteigt, dann könnt ihr die Blend-Datei runterladen und somit vom gleichen Stand aus starten wie ich. Wenn ihr euch für einen völlig anderen Roboter entschieden habt, dann könnt ihr den natürlich sehr gerne weiter benutzen. Das ist nur eine Art Backup-Plan, falls ihr einfach nicht mehr folgen konntet oder ihr andere Probleme hattet. Und dann könnt ihr ihn weiter benutzen. Das nächste, was ich jetzt machen werde, ist ein Custom Rig erstellen. Mit einem Custom Rig ist gemeint, dass die Knochen, die wir aktuell hier für die Kniegelenke verwenden, also unsere Pole-Targets, die Pole-Targets für unsere Ellbogen, sowie die vier IK-Steuerungsknochen, dass wir die mit einer anderen Form versehen und die inneren Knochen nicht mehr weiter benutzen möchten. Damit das gut funktioniert, brauchen wir erstmal 3D-Modelle, die wir benutzen können, um die bestehenden Knochen in ihrer Form zu ersetzen. Das hat technisch keine Auswirkungen und ist ein rein optischer Faktor. Also als erstes in den Object Mode und eine neue Kategorie erstellen oder beziehungsweise eine New Collection und die nennen wir einfach Knochen. Wenn wir uns jetzt hier mit den Knochen beschäftigen, können wir den Rest ausblenden, mit Shift A einfach Formen erstellen. In einem Falle möchte ich zum Beispiel für meinen Fuß und für meinen Handknochen, also den Steuerungsknochen, einfach eine Art Wireframe haben, das um die Hand später gelegt wird und das werde ich dann anfassen, um meinen Körper zu animieren. In dem Falle reicht mir das schon. Ich möchte aber nur die äußere Linie davon haben. Das bedeutet, ich nehme den äußeren Edge-Loop davon. Mit Shift-D und Z ziehe ich ihn nach oben und lösche die unteren drei Flächen weg.
Faces. Und genau das, was ich hier habe, das reicht mir schon. Also das wird dann also mein Steuerungsknochen, die Form von meinem Steuerungsknochen. Ich ziehe den ein Stück nach unten. Der Origin, der darf erstmal hier bleiben. Und jetzt zeige ich euch erstmal, wie man den dahin bindet. Wir müssen ihn benennen, also von Plane zu zum Beispiel Bone unterstrich Hand oder Hand unterstrich. Dann nehmen wir zum Beispiel die linke Hand. Wie ihr den benennt, ist völlig egal. Ihr habt in dem Falle keinen Vorteil über die Mirroring oder so etwas. Wir blenden unseren Charakter ein. Den hier könnte ich vielleicht noch ein kleines bisschen kleiner machen. Und All Transforms. Mit All Transforms haben wir dann also die Lokation, die Rotation und Scale wieder von unserem Mesh hier angewendet. Das ist ganz wichtig, wenn wir später die Knochen dadurch ersetzen möchten. Wenn ich den Knochen ersetzen möchte, muss ich in den Post-Mode. Ich markiere meinen Knochen hier, gehe beim Bone-Tab in die Custom Objects und hier kann ich die Bone Hand L auswählen und ich habe hier mein Custom Object. Mein Steuerungsknochen hier ist verschwunden. Ich sehe aber, dass die Richtung, in der es ausgerichtet ist, nicht optimal ist. Also gehe ich zurück in den Object Mode, schnapp mir mein bestehendes Mesh. Mit RZ180 drehe ich es in eine andere Richtung. Und ich sehe, dass unser Knochen hier ein ganzes Stück zu nah, man sieht es ganz, ganz schlecht, ein ganzes Stück zu nah hier dran ist, also werde ich das Mesh mit G in die richtige Richtung bewegen, ungefähr hierhin. Und das wird schon ausreichen. Ich gehe zurück in den Object Mode, auf meinen Rig, dann in den Post Mode, klicke wieder meinen Knochen an und kann ihn noch ein bisschen aufskalieren, ungefähr so. Das ist ein völlig brauchbarer Steuerungsknochen hier. Das Ganze mache ich auch noch auf der anderen Körperseite. Das gleiche mache ich auch mit den Füßen. Unseren Fehler hier müssen wir noch beheben. Ich habe gezeigt, wie es im letzten Stream gegen Ende gezeigt, wie es sich beheben lässt. Wir machen es dennoch in dem Falle. Und zwar war das der Copy Rotation Constraint, also hier ein Copy Location. Und dort an den Unterarm L, also erst das Armature auswählen, dann Unterarm L. Hier ist der Unterarm L. Und dann den Wert auf 1 setzen. Und wir haben kein Problem mehr, wenn wir unseren Knochen benutzen. Dann kann er sich nicht mehr davon lösen. Das Gleiche machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Und dann sind wir mit dem Problem ebenfalls befreit. Wir möchten einen Knochen für unsere rechte Hand. Dafür nehmen wir den linken Handknochen, also zurück in den Objektmodus, Shift D, einmal hier rüber ziehen, RZ180, denn unser Winkel stimmt ja jetzt nicht mehr. Also hier rüber und ersetzen. Also einmal den Handknochen anwählen in Post Mode, hier rüber Custom Object und dann nehmen wir jetzt Hand L001, die müssen wir nochmal umbenennen in Hand R. Wir haben hier jetzt genau die falsche Rotation getroffen, denn wir haben sie hier noch nicht angewendet. Also in den Object-Modus, hier drauf, Steuerung A, Rotation und wir sind wieder korrekt. Da unser Origin nicht in der Mitte ist, haben wir jetzt hier eine Versetzung, also zurück im Object-Modus, auf den Edit-Modus, alles markieren, G und ein Stück in die richtige Richtung ziehen. Im Object-Modus können wir dann unseren Knochen noch ein wenig am Boden ausrichten, dass es etwas hübscher ist. Das Ganze mit G vielleicht ein bisschen aus dem Weg räumen. Den Knochen haben wir jetzt zweimal in Verwendung. Das Ganze machen wir jetzt noch mit Ringen um die Taille rum und einmal um den Kopf, damit wir den ebenfalls gut steuern können. Und vielleicht ein paar Kugeln für unsere Knie. Bei unserem Rig haben wir eine kleine Besonderheit, denn wir haben trotzdem vor, diese Knochen im Post-Mode zu steuern. Das heißt, wir möchten ihn weiterhin in der Richtung bewegen können. Aber dafür brauchen wir keinen extra Knochen. Wir können auch einen Bone, der zum normalen Rig gehört, mit einem Custom Object ersetzen. Zum Beispiel mit einem Ring. Für euch gibt es jetzt die Spezialaufgabe. Ersetzt bitte den
mittleren Knochen sowie den Kopfknochen durch einen Ring, den könnt ihr einfach erstellen, über einen Circle, passt den ein bisschen an, spielt mit dem Origin und hier ebenfalls über Armature, Verzeihung, nicht über Armature, sondern über einen dieser Knochen, ihr könnt euch zum Beispiel einen Circle erstellen, diese Knochen ersetzen, schön ausrichten, dass sie für euch von der Steuerbarkeit her gut geeignet sind. Ich kann euch jetzt noch einen kleinen Tipp geben, wenn ihr die auch noch einfärben wollt, die Knochen, weil sie zum Beispiel unterschiedlich sind, dann müsst ihr eine Bone Group anlegen. Ihr klickt die Knochen im Pose Mode an und könnt sie rechts oben beim Armature in Bone Groups einteilen. Also erstellt ihr erstmal eine neue Gruppe, die nennt ihr zum Beispiel die Pole Bones. Wie ihr sie benennt, ist generell wurscht. Ihr könnt sie jetzt markieren, eure Bones, die zum Beispiel dieses Attribut teilen, weil ihr sagt, okay, das sind welche, die für die Ausrichtung eurer IK-Bones zuständig sind. Und dieser Pole-Bones-Color könnt ihr jetzt eins dieser Themes zuweisen, zum Beispiel rot. Ihr müsst diese Knochen aber noch in diese Gruppe bringen. Das ist wie bei den Vertex-Gruppen, nur weil ihr sie angelegt habt, sind die noch nicht drin. Also mit Assign einfach in die Gruppe zuweisen, schon sind die Knochen rot. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit euren Custom Shape Bones machen. In dem Fall hier zum Beispiel eine neue Gruppe anlegen. Die nennt ihr jetzt IK Bones und gebt ihnen zum Beispiel ein grünes Aussehen. Wieder Assign und ihr habt ein grünes Rig. Wenn euch die Farben nicht grell genug sind, dann lassen die sich auch nochmal anpassen. Einfach in dem Falle auf eurem Color Set auf Custom Color Set gehen oder auf beim Custom Color Set hier einen Klick drauf und das sind die drei Stati, die eben diese Farben haben. Das ist einmal der nicht selektierte Wert, dann der inaktive selektierte Wert und der active selected Wert. In dem Falle haben wir jetzt also grün für gar nicht selektiert, dann ein hellgrün für diesen, und das ist der dritte Wert, für den Selected und der nicht Active Selected wäre, wenn ich den zweiten anklicke, dann habe ich diese Mittelfarbe und die lassen sich hier nochmal einstellen, zum Beispiel in ein Blau bei einer Nicht-Selektierung und dann eben diese zwei Farben. Das heißt, wenn ich den Knochen und den Knochen markiere, dann wird der nächste ein Hellgrün haben und wenn ich ihn gar nicht selektiere, dann wird er in ein Blau verschwinden. Also der ist im Moment blau, selektiert und aktiv und jetzt inaktiv auf der rechten Seite. Spielt damit rum, baut euch ein farbiges, schönes Rig und wenn ihr irgendwelche Probleme bei dieser Aufgabe habt, bitte schreibt entweder in die Kommentare oder kommt auf unseren GameDev Discord und stellt dort eure Fragen im Blender-Bereich. Der Link zu unserem Discord findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Der Download-Link für den fertigen Charakter, so wie ich ihn momentan verwende oder wie ich ihn weiterverwenden werde, da habe ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben mit der Texturierung, sowie mit dem Rig. Das wird nicht mit diesem Aussehen weitergehen. Ich habe mir da noch ein bisschen was überlegt und ich zeige euch, wie ich meinen Roboter fertig texturiert habe. So sieht mein Roboter aus, nachdem ich fertig bin. Ich habe hier einen Circle eingebaut als Custom Object. Einmal um den Bauch rum und einmal um den Kopf. Dann für die Hände habe ich die bereits erwähnten Flächen verwendet. Und für die Knie, also die Pole Targets in dem Falle, habe ich mir so eine Art Zylinder in der Mitte durchgeschnitten und hier auch nur die Edges genommen. Bei der Texturierung habe ich es nicht viel anders gemacht. Hier habe ich noch ein bisschen mit dem Metallic und mit dem Roughness-Wert gespielt, aber ebenfalls, wie im vorherigen Video erwähnt, einfach bloß meine bestehenden Flächen eingefärbt und dann ein bisschen mit dem Pose-Mode gespielt und einen kleinen Würfel hinzugefügt, den wir nicht weiter verwenden werden. Der war einfach nur da, um hier ein schönes Bild für euch zu bauen. Genau diese Datei, so wie sie ist, werde ich euch wieder im Download-Link unten in der Videobeschreibung geben, falls ihr nicht zu dem Punkt kommt, wo ich aktuell bin. Und dann geht es in der nächsten Episode bereits darum, dass wir uns aufs Keyframing vorbereiten. Keyframing ist
die einfachste Form der Animation in Blender. Und da schauen wir uns jetzt erstmal wieder ein bisschen Theorie an. Viel Spaß beim nächsten Teil.